Hilft auch. Herzlich willkommen zurück, kann man das sagen? Zum kann man Zeitpunkt. Sagen. Gut, wir sind die beleuchteten Brüder, wir spielen Sigurd auf Mana und reden mit Harald. Wir müssen nochmal runter, weil wir mit dem Mädchen reden müssen. Haben wir doch gerade, du meinst. Ich glaube, Sarah ist gar nicht da. Doch, das Mädchen wir. Sagt, ich bin 18 Jahre alt. Sarah sagt uns viel Glück. Alles klar. Das war wichtig. Verpiss dich! Heute seid ihr schon. Ich weiß nicht, wie wir mit Frauen umgehen. So, hat auch geklappt. Sarah musste zu schnell erwachsen werden. Das heißt, sie hat charakterliche Defizite. Kann sie zu schnell erwachsen werden? Ja, das ist doch das, was er impliziert. Nein, das heißt, sie musste sehr frühe Verantwortung übernehmen. Markus, den kennen wir schon, oder? Was ist Markus, Trax und Tantalus? Assis, hat Assis. Tantalus kennen wir auch schon. Ja, ja, und Markus auch. Assis? Wieso ist Uchret fast tot eigentlich? Die Truppen sind gerade, die suchen nach uns. Das ist eine gute Frage. Das Leben ist grausam und schrecklich gemein. Ist die das da an der Theke oder was? Ja. Ist das nicht eigentlich eher der. Wir haben Krieg. Oh, das ist auch das Kind. Das ist schon ein bisschen. Ja, das ist, wenn man das Spiel ernsthaft spielen würde, müsste man weinen. Seinen Hut ziehen vor der Story. Ja? Manchmal hört man Sarah nachts also. Weinen. Sie weinen nachts. Weil sie zu schnell erwachsen werden musste. Genau, weil sie charakterliche persönliche Defizite hat. So, jetzt hier mal langsam. Wir haben uns schon kommen. Ah, ihr habt schon! Ihr seid so schnell, ihr seid der Grüne. So, hier Tasnika. Mit Tasmanien. Warum sieht Nordstadt so aus wie Südstadt? Der ist viel größer. Und die Goldinsel gehört noch. Und das sieht aus wie Kakariko. Aber die Musik ist gut. Kakariko. Und wer ist denn nochmal Tantalus? Ist das der Sklaventyp? Tantalus ist dieser, ich will mit dem Mana-Samen die Welt versklaven. Genau. Ist halt, genau. Und Markus war auch irgendeiner. Wir müssen schlafen, wenn wir schlafen können. Und wir müssen kaufen, wenn wir. Haben wir eingekauft? Ja. Haben wir verkauft? Ja. Alles richtig gemacht? Ja. Alles. Ich habe Pibi gemacht. Stopp. Was ist das Grüne? Stopp, das haben wir schon. Tigerkappe ist für alle drei. Das hast du umsonst die Strickmütze gekauft. Eins, ja. Zwei und drei. So. Juwelenmütze haben wir. Zweiter links, stopp. Boah, scheiße, müssen wir jetzt davon kaufen. Boah, ist das teuer! Ist das teuer? Jetzt und ich krieg nichts mehr davon ab. Was kriegen wir jetzt noch? Tiger Bikini, den müssen wir gleich noch kaufen, merke ich mir. Links, links. Für links, wen ist der? Links. Der Tiger Bikini ist für dich. Links. Geil. Links. Aber den werden wir uns nie leisten können jetzt. Da können wir alle drei gleich nochmal kaufen. Das, okay. Das kriegen wir nicht uns geleistet, Alter. Für jedes Mal können wir ja verkaufen. Kostet mir. So, pass auf. Mark my words. Also, wir verkaufen die Strickmütze. Strickmütze raus. Alle und die Puschelmütze auch, ne? Ja. Nehmt ihr die Waschbergscheiße. Ja, jetzt bist du auch voll drin. Nein. Ja, ich bin voll dabei. Scheiße, Scheiße. Das auch noch. Nee. Ja. Ich geb das schon hin. So, warte. Nächste. Biber ist am Verkaufen, oder? Biber ist nein, warte, verkaufen. Ja. Du musst auch nur hoch und runter. Aber nicht den Honig, den brauchen wir. So, hier, kommst du alle drei weg. Schon mal ein Tiger-Bikini raus. Ah, oh, wir können uns den Bikini kaufen. Ja. Und alle drei weg. Ja? Ich hab's doch gleich. Aber wir können uns den auch leisten? Ja. Auch nach dem Bikini-Kauf? Ja. Dreimal? Ach, ja. Du erzählst doch Quatsch. Nie im Leben. Kaufen? Sieht komisch aus, der Bikini. Achso, nur das ist nur das Unterteil. Ja, das ist, also es ist ein Höschen. Es ist oben ohne jetzt. Ja. TT oben ohne. Nein. Heiße Scheiße bei den beleuchteten Brüdern. Eins, zwei. Das klappt, Tatsache, ey. Das ist geil. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Spiel spiele und fast so wenig Geld habe jedes Mal. Das ist ein bisschen beängstigend, glaube ich. Weil du sonst immer wie so ein wahnsinniger Metzels extra gelevelt hast. 32 mal die Tigerkappe. 52 und 16. Ich mach das jetzt, oder? Kannst du auch schön machen. Echt voll umsonst zwischendurch gekauft. Wieso machen die sowas? Das ist gut. Das
42, 84, alles wenn die Zahlen nehmen, das ist schon ganz geil. Hier. Ach, du hast mir erst schon ausgeschrieben. Nee, ich wollte gerade. Was machst du denn da? Schwert. Ach, du bist das gar nicht. Und du musst auch mal anziehen. Ich bin gar nicht ausgewählt, so. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich aus. Das ziehe ich an. Das ziehe ich an. Wo muss ich überhaupt hin? Hier, ne? Bei 3. Ja. Da kann ich immer eine fette Tier. Nein. Ja. Von 0 auf 32. Wie lustig die aussehen müssen, wenn sie so einen Tigerkopf haben. Also ein Tiger. So einen Kristallring. Gibt doch Spiele, da sieht man das, ne? Ja. Tales of. Aber hier ist es vielleicht ganz gut, dass man es nicht sieht mit der Waschbärmütze und so. Ja, boah, 64, Alter. Nur durch einen Tanga. Ich hatte einen Tanga. 64 am Arsch. Du hast mir fehlen noch an, hier, ich bin nichts mehr. Alles am Schwert. So, links. Nichts. Schlafen können wir noch nicht. Aber hier können wir bestimmt irgendwo noch schlafen. So, und hier waren wir drin, das war unten drin. Dann haben wir schon geschlafen. Lass uns mal bügeln gehen. Da rechts ist nichts. Hier ist, hier ist ein Balkon mit Wasser. Ja, weiter, schön. Hier unten links. Ja, nicht rein. Warum haben die alle keine Tür hier unten? Das ist so krank. Wie wohnt denn in denen? Die haben Balkon, die haben hier einen Kamin, aber keine Tür. Vielleicht ist die Tür auf der anderen Seite. Hier, weißt du, was ist hier? Ah, das ist die Rebellenhochburg. Ja. Waren wir hier schon drin? Da kam wir raus. Nö. Haben wir gerade gekauft hier? Nee. Doch, doch. Ja. Achso, doch. Sarah weint manchmal. Ja, gut gesagt. Ja, gut. Was ist denn das? Ein pfeifendes? Was soll das darstellen? Ja. Das ist wie so ein pfeifender Vogelpusche. Vogelpusche? Da! Hier! Schlafen! Ich seh's doch! Ja. Rein da! Komm hoch! Uchret! Kann ich nicht. Uchret! Können wir das mit. Was ist der Typ hier vorne? Ah, ich verfolge den Typen. Ich wusste es genau. Ich hab's genau gesehen. er ist verschwunden. Das Papier. Schlucht. Jetzt ist sogar meine Frau gesetzt. Alles klar. Ey, ich weiß nicht, was dein Ding damit ist, dass du dir mit ihm. Ja, das Spiel ist halt eigentlich, soll man das denn so und gar nicht. Aber ich finde, das Gefühl für das Spiel, das ja, sind viele kleine Anspielungen. Wer sind wir denn? Und wir rauschen da echt durch wie die Penner, das können wir eh nicht wertschätzen. Ja. Oh, voll teuer! Ja. So teurer ist der Kuchen. Naja, aber durch drei, ne? Doch, dann geht's runter. Ne? Und wir. Hab ich auch entdeckt. Guck mal, wir rutschen alle fast aus dem Bett raus. Ja, ich bin an der Wand. Machst du mit drin? Du bist in der Wand. An. Speichern. Absolutely. Ich bin das nicht. Und nein, nicht über dem Sandschiff. Ja, mach einfach auf. Tode. Nein. Sag mal. Oh, Scheiße. Seid ihr behindert oder was? Wo sind wir jetzt? Das Berti. Haben wir nicht, ne? Der ist überall. Jetzt haben wir endgültig den Zorner weg. Wir haben das Sandschiff überschrieben. Jetzt können wir nicht mehr mit dem einen Typen reden. Er will das gut zu Hause fühlen, sagt die Olle Nottingham. Null Bilder verloren, das ist doch eine gute Nachricht. Haben wir neue Waffen? Haben wir nicht. Nö, aber keine neue Fan-Ops. Das hat ja gar nichts mehr mit dem Böse. Spiel doch alleine. Wo ist eigentlich der Drachen? Ich krieg jetzt Start und spiel nicht. Wollen wir ins Schloss? Bestimmt. Boah! Noch zwei Häuser, wo man noch reinkommt. Boah, das ist nicht geil. Lass uns doch in die zwei Häuser, wo man reinkommt. Das war eine Lüge, ich wollte ja mal zurück. Lass uns. Ja, nein, du hast recht. Ein Haus. Was hat der denn an? Was hat er gesagt? Der Imperator ist größenwahnsinnig. Das heißt ein Imperator nie. Auch der Hippies. Wirklich? Ich schätze, dass sie die Haare ungefähr. Das heißt, siehst du erst so wie, was? Wie lächerlich. Beide finden das lächerlich. Beide finden es lächerlich. Ja. Das ist eine geile Hütte. Ja, da würde ich mir auch die Haare ungefähr. Ja. Oh, Scheiße, was hat Mami denn immer zu tun hier? Jetzt, ja, okay, sorry. War das nicht schon damals in dem anderen Village? Ja, das war das mit den Zombies. Wo sie dann Zombie war, ja, oder? Und jetzt hat sie keine Zeit, wo sie keinen Bock auf die Kinder hat. Das ist ja auch sehr geil. Rechts? Hä? Wie sind wir denn hier draußen? Oder wir einmal rumgelaufen sind. Achso, es geht im Kreis. Im Kreishaus, wenn so gewohnt ist. Oh, ist auch ein Zombie. Ja, sei mal nicht, ich meine, wir reden ja auch alle nicht. Oh. Kacke. Wir hätten links und rechts gehen können.
Das ist hier doch schon wieder in Pandoria. Ja. Wollt ihr jetzt zum Schloss oder wo? Ja, weiß ich nicht, zum Schloss oder hier. Also, wo wollt ihr denn? Also hier ist, finde ich, ganz schön. Hier ist oder da ist Heidi am Start. Deine Welt sind die Berge. Heidi sagt nix. Oh doch. Oh, Hagen ist auch hier und ich bin voll verliebt in Hagen. Hättest du wohl gerne? Wieso hätte sie es denn gerne, dass sie lügt? Na, sie sagt, du lügst, dass du mit Hagen glücklich bist. Und dann sagt Hagen, du hättest es so gerne, dass ich lüge, weil du mit Hagen. Ach ja, ah, hat sie recht. Ja, das macht Sinn. Also sollen wir Titer töten und Heidi aufnehmen. Titer töten. Das ist Hagen nochmal level. Weißt du, wer am Ende stirbt? Ja. Das sag ich nicht. Weiß Heidi. Es. Nee, ich weiß es. Ich bin schon gespoilert worden. Und das ist ein Topmodel, ich finde. Wir bringen sie zu Sarah. Komm schon. Dieter! Scheiße, ich hab nicht zugehört. Was machen wir jetzt? Ihr Plan ist, sie zu Sarah zu bringen. Wir müssen jetzt Heidi oder was? Ja. Wo ist Sarah? Da unten. Das ist Sarah? Ja. Ist sie lesbisch? Sie ist 18. Und sie hat Charakterdefizite und war in Beinen 18. Sie ist mit dem Rücken zu uns oder guckt die uns an? Mal die Fresse an, ich kann gar nicht richtig mitlesen, wenn ich euch höre. Wenn sie es angucken würde, würde sie echt blöd reinschauen. Okay, los, das ist eine gute Idee. Lass mich Arzt. Und durch. Hilft ihr lieber Hagen? Wo ist Hagen? Nicht hier. Ich check nicht, was ihr geht. Hagen ist in den Ruinen und betet Satan an. Mhm. So, also ich lese mal vor. Zunächst, das Hauptquartier der Rebellen liegt am Ende der Unterführung in der Nordstadt. Ja, die drei müden Helden treffen zunächst auf Sarah, die Anführerin der Rebellen, zunächst die Spione des Imperiums, doch der Junge kann sie beruhigen, Sarah vertraut ihm an, dass ein gewisser Hagen in den Ruinen im Osten der Stadt den Menschen Energie entzieht, das kommt den Streitern bekannt vor, auch die anderen Rebellen wissen interessante Dinge zu erzählen, auf dem Weg zu den gesagten Ruinen gehen sie noch einkaufen und ruhen sich im Gasthaus ein wenig aus. Haben wir gemacht, also sollen wir nicht zum Schloss gehen. Weiß ich nicht, kann man hin. Okay, wir kommen zum Schloss wahrscheinlich später hin. Guck mal, ob wir da reinkommen, sondern können wir gar nicht rein. Die Ruinen sind jetzt da. Was geht hier? Ich habe eine Peitsche. Und wollen wir jetzt echt noch die Ruinen spielen? Ey, schau mal ganz kurz, wer stellt sowas in seinem Schloss auf? Solche bösen Figuren. Und davon gleich 4 Stück. In der Eingangshalle. Oh nein, Zappler! Ach du. Das ist der nächste Dungeon, ne? Geht's raus. Ah, scheiße. Och nee, du. Und jetzt müssen wir hier durch. Haben wir Walnüsse? Wir haben alles, glaube ich. Gut. Ja, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Gläser Inferno, ich krieg ein zu viel. Gras, Harpune. Ja. Ja, weiß nicht. Wollen wir jetzt noch hier den Dungeon? Ja, wollen wir. Ja, was ist passiert? Ich bin umgebumpt. Also 12. 12. 340 Kraftwasser. Uwe, das gebarmst aufs nächste Level. Man muss immer da werfen, wo der Schatten ist, oder was? Nee, muss man nicht. Oder habt ihr die gerade verzaubert? Nee, finde ich. Die Kiste läuft. Ja. Fratzentruhe. Oh, nee! Die Fratzentruhe hat mich derbe angegriffen. Die ist richtig gefährlich. Fratze. Alles, was eine Fratze hat, ist gefährlich. Jack Nicholson. Guck, wie derbe sie. Oh, ich bin tot, die hat mich umgebracht. Ach du Scheiße. Super. Ich will eine Fratzentruhe umbringen. Ja, die ist mächtiger als das meiste, was es sonst auf der Welt gibt. Bitte mal wiederbeleben, damit ich euch heilen kann. Ist das vielleicht meine Idee? Das ist eine super Idee. Ach, das ist schon die verrückte Mega-Musik, ey. Weißt du, was mir Spaß gemacht hat, Mario Galaxy? Ja? Hat mir sehr viel Spaß. Ist auch eine coole Galaxie heute. Aber das mit dem Wetter war ein bisschen scheiße. Ja, das kann ich so gut. Die Mario Galaxy gespielt? Mhm. Cool. 1 oder 2? 1. 1. Oh, nee, ey. Also bis jetzt war in der Eingangshalle und jetzt sind wir oben rechts in so einen kleinen Mini-Raum gegangen. Und da ist offensichtlich nichts, doch, das war eine Tür.
Wo ist es hier die? Eine Tür. Eine Tür? Eine Truhe. Mein Avatar brennt. Siehst du das? Ja. Das ist sowieso mal gut, was auf den Bildern passiert. Ich muss nicht zappeln. Das wurde noch gar nicht gezappelt, ne? Krass. Nee, aber du machst die ganze Zeit so die Star Wars-Dinger. Ja. Omega-Glotzer sind das da, oder? Ja. Heißen die immer noch gleich oder haben die auch einen neuen Namen bei Stärker? Wenn Stärker sind, haben wir einen neuen Namen. Das heißen sie irgendwie Hyperglotzer. Mal gucken. Einfach ein Omega-Glotzer. Mit Kraftwasser werde ich sie nicht attackieren können. Nee, auch damit nicht. Omen-Glotzer. Omen. Von Omega zu Omen. Und das kein Aufstieg ist. Ich war heute Montagmorgen. Ja. Heute ist Montagmorgen. Dich zertrennt. Nein, ja, also heute. Ja, morgen ist Montag. Es ist Sonntag, bald ist Montag. Gut. Eine Stunde. Das sind ja die Dinger, die wir nicht töten können, ne? Diese Lagen? Ja. Ich bin GE-Formantel Level 7. Das ist viel, aber hat nicht viel ausgemacht. Ich bin ein bisschen langsamer als sonst, aber sonst macht es gar nicht. Könnt ihr mal die Frostwelle aufhören, bitte? Sind wir bei Mario Galaxy denn eigentlich schon über die Hälfte? War ja. Da, wo du schon warst? Also hast du schon so weit gespielt? Keine Ahnung. Das weiß man nicht. Können wir mal gucken, ob ich gelegen habe. Ah ja, bei deinem Mi. Genau bei dem. Ich hau den Zombie-Nüsse. Was ist denn hier eigentlich los? Wir suchen Haken immer noch. Ja, warte mal kurz. Wir suchen der Gefühl das ganze Spiel schon Haken. Umkriegt und trägt am meisten auf den Sack. Zieh diesen Omega oben mal, Meister, will nix ab. Die Peitsche ist so derbe gut. Jetzt habe ich getroffen. Ich liebe die mehr als Che Guevara. Che Guevara die Peitsche liebt? Ja. Was du Che Guevara liebst? Das sind so die Tücken der deutschen Sprache. Die sind nämlich auch nicht perfekt. Ne. Videopause oder so? Ja, Videopause. Ich mach das raus. Was? Aus dem Zimmer. Ach so, ich dachte raus aus dem Ding. Okay, raus aus dem Zimmer machen wir noch. Oh, und da ist eine Truhe. Im nächsten Level öffnen wir die Truhe. Ich habe sie schon gesehen, als wir im Park raus zu spazieren gegangen sind. Tschüss. Oh.